schwach. Drum, lieber Heiland, mach, dass ich den guten Folge flink gehorche. Guten Morgen, Tjenja. Oh, Neuheit mich verrät. Guten Abend. Tjenja, guten Abend. Ich habe die Geschichte mit Tante Anna. In dieser schönen Zeit, es lobt und dankt mit frohem Mut, mein Heiland ist so gut. Tjenja, wie sind wir bei unserer guten Nachtgeschichte? Ich will ihn von dir aus Matthäus 5, der Vers 9 lesen. Freien dürfen sich alle, die friedlich sind, denn so sind Gottes Tjenja. Tjenja, soll ich euch mal vertellen, wie das erst einmal wird, wo die Menschen dann wohnen dürfen, aus dort noch all diese Sachen nicht gehofft, was wir nun haben, nicht das elektrische Licht, auch nicht Autos, auch all das andere, was wir nun haben, das gehofft damals nicht. Aber das wird dann auch schön. Der Vater und die Mutter, die jeden Morgen tätig auf dem Feld und dürfen durch den Dach etwas schaffen. Ja, sie dürfen mit den Händen alle Saaten und auch Ernten. Sie haben Haken und sie haben Sansen und sie haben Häuten und sie schaffen mit ihren Händen. Und dann, wenn sie dann zu oben zurückkommen, dann werden sie ganz müde, aber die werden froh. Wenn sie haben daher geschafft und sie hoben, Gott würde ihnen sehen, dann würden sie auch alle zu essen können. Ja, sie deuten dann ihre Korf, was sie auf dem Regen haben oder auch seid, deuten die Fällen mit dort, was sie können für einen Stab mitnehmen und brauchen dort ein Haus. Manchmal plagen die Hühner, wer ist noch für die Tjenja? Bären. Oder irgendwas anderes. In der Tjenja, wenn die Mama und Papa Sachen von weit kommen, dann rannten die alle ne Dienst. In den Namen Dienst um und begrüßen Dienst und die werden so froh. Ja, die Großmama, die hat den Tag eben ne Dienst abgepost. Die hat mit Dienst gespielt und die hat mit Dienst Mittag rot gemerkt. In der Tjenja dürfen auch so erhalten. Ja, alles wird so fröhlich und so schön. In Kreize wird er dann bei den Büchern, von denen er ihn vertrauen will. Die Bücher, dort werden arme Lied, aber den sind dort so sehr schön. Die haben Jesus lieb und sie dürfen schaffen. Und sie haben alles, was sie brüllen, sie können sich jeder Tag nur so essen. Aber der Bücher, der hat eine Nuba. Der Nuba, dort werden Rätsel Nuba. Die können sich irgendwas leisten. Aber der wird irgendwie immer nicht so geleidlich. Ja, wenn dort einmal nicht in den Wunsch rennt, dann wird er so doll. Und dann wird er nicht bloß toll, er wird noch gewalttätig. Er schlägt am Fuß mit seinen Füßen rum. Und du wirst verleuten seine Donner und seine Arbeiter an, wenn er sein Mürrischer und sein Eugeduldiger wird, und die können dort nicht verdrücken mit ihm, dann wollen sie lieber für wem anderen schaffen. Und dann kommt das Rittermann in seine Nuba, nicht dem friedlichen Nuba, die da immer Fried in Hüß hat. Und dann klärt er am Sine nicht. Dann seht ihr, meine Tschneichten und meine Tschetsches, die verloten mich, wenn ich immer mit denen mich rumschellen will. Und was liegt dort, dass er von mir wollen weich? Na, ich denk, dort wird nicht schaden, wenn jüngend waren ein Beste in Ölen, seht die Bücher, wo da sein frommer Tourist wird. Mi in Ölen? Fragte Rittermann verwundert. Was meint ihr damit? Na jo, so ein gnädiger Herr, für eine Zeit,
dann knurrt bei mir der Dier in Hüß. Der quitscht so entsetzlich, dass er Tonja utholen kann. Dort wird meist nicht utholen. Dann dient er mal ne Olkorn holen. Und dann geht er da mal ein paar Leute allen ab, ob der quitschende Türangel. Und dann geht er endlich mal rüh. Ja, dann dort sich Tonja mehr beschwerden. Monji, als sie aus ne knurrende, quitschende der, fragt der Rötja bei dem frommen Mann, wo soll ich mich dann einholen? Ja, dort wird der Sperren, heu wird wörtlich ernöt, und heu läuft sich nur auch fein belehren. Ja, seht der fromme Noba, dort ist ganz leicht. Wann je war dann tschneicht, in Tätsches worden fein, na wo ihr jünt der Anstallen, da mott ihr Gott beten, dort der jünt von der Alljeft, wo dort der liebe Christi hat. Und da mott ihr auch bei dem Herrn beten, dort der jünt Sanftmut jeft. Und dann mott ihr freundlich zu jünen Menschen reden. Und dann, wenn die Arbeiter haben, dann soll ihr die loben, wenn die irgendwas gut gemerkt haben. Und wenn die irgendwas nicht so gut gemerkt haben, dann müsst ihr geduldig mit den sein. Wollt ihr, uns Herrn Heiland, der habt ihr auch mit uns so viel Geduld. Und heu ist so richtig von Horten sanftmütig. Jo, jüne Donja, auch die ganze Familie, die wurden jün so dankbar sein, wenn die wurden freundlicher sein. Die wurden dort sperren, dort die von der All, von der Läuf Jesu haben, dort die Frieden in Horten haben. Und dann wurden alle schlechte Gedanken, in jeder Streit, in jeder lüdet Wut, dort wird alle verschwinden. Der Ritter Mann, der jünt nicht Hüß, heu dacht so ja nur, kann dort stemmen, wo das fromme Christ mir vertalen wird? Es dort wörtlich so? Na dann muss ich dort mal prüfen. Das erste Wort he dort, he sagt sich seine Bibel. Dann fängt er an, der Band zu lesen. Und dann fängt er an, eine Bibel immer mehr Phasen zu finden, wo so passend für ihn werden und wo er am Reden deuten. Ja, he fängt an, zu Gott zu beten. Von dieser Zeit an wird er ganz anders. Er hat schon ein freundlicher Wiedmeier. Ja, er wird freundlich und angenehm. Und wie sieht es bejünd, Leute, Tönja? Was ist bejünd in Horten? Hat je auch freundlicher Wied für andere? Oder seid ihr zwischen euch geduldig, wenn ihr irgendwas nicht schreien, oder irgendwo nicht so ist, was die Jünt gedacht haben, kann das sein, dass die dann doll und eingeduldig wurden? Ja, dann macht die auch nicht das all früher bei Jesus, wo du es der Läuf in der Fried. Ja, mit euch all macht wir uns fein einholen und dann wollen wir eure nehme Menschen sein. Nun werden wir noch beten. Herr Jesus, schenkt mir so ein Hort, dass er Sanftmut in Läuf ben es. Jo, schenkt mir bitte von dem All, wo du allein geben kannst, damit in mein Hort Fried es und dort ich kann de andere Menschen läuftulich behandeln. Amen. Falsch gemacht, kann es selbst nicht verstehen. So viel gesagt und nicht nachgedacht, und schon war es geschehen. Hab dich verletzt, hab dir wehgetan, ich weiß selbst nicht warum. Tja, der Zug ist wohl abgefahren, Gott hofft, war ich auch so dumm. Alles ist aus, alles ist vorbei, kann mich selbst nicht mehr sehen. Die ganze sinnlose Streiterei, die macht keiner
geschehen. Hab dich verletzt, hab dir weh getan. Ich weiß selbst nicht warum. Tja, der Zug ist wohl abgefahren. Gott, was war ich auch so dumm. Det wir die Tjenja Ondacht, Hütot Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, schlug schon.